An diesem 8. Mai gedenken wir des 75. Jahrestages des Kriegsendes in unserem Land. Am 8. Mai wollten wir hier in unserem Dom das Oratorium Lux in Tenebris aufführen. Licht in der Finsternis, Licht in der Dunkelheit. Denn das hat sich bewahrheitet, auch als hier der getroffene Dom vom Licht erleuchtet wurde. Es geht weiter. Wir haben eine Zukunft mit Gott und miteinander. Dafür sollte das Oratorium stehen, das jetzt wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann. Aber Lux in Tenebris, diese Motette, sie kann uns Mut machen. An diesem Tag, im Rückblick auf das, was geworden ist in den 75 Jahren der Demokratie in unserem Land, in Europa. Und es kann uns Mut machen, wachsam zu bleiben. Dass das, was den Krieg herausgefordert hat, das, was den Krieg befördert hat, die Diktatur, dass es das nie mehr geben darf in unserem Land, auch dafür steht Lux in Tenebris. Und ich freue mich, dass diese Botschaft auch jetzt an diesem 8. Mai in die Stadt, in die Welt von diesem Dom ausstrahlt. Oh.
kommen wird.